Der Sommer zwar ohne Schwingfest, dafür probieren die Schwinger bei Telebern neue Sportarten aus. Das ist der Weiberhaken in Zeiten von Corona. Und heute testet einer der neuen Bösen seine Sprungkraft. Ja, aber der Rhythmus stimmt. Und schon das erste Mal auf dem Rücken hat Tömmel. Thomas Enniger, eidgenössischer Kranzschwinger, seit letztem eidgenössischen. Sicher ein bisschen Überraschung gewesen, und gleich hat er seine gute Form dann bestätigt. Immer jetzt eigentlich trauen, sich zu beweisen als eidgenössischer Kranzschwinger in dieser Saison. Jetzt muss er sich halt um ein Jahr gedulden. Er hat aber die Erfahrung. Er war schon viel verletzt in den früheren Jahren. Und für ihn ist sicher kein Nachteil. Jetzt hat er Zeit, für hoch rauszugehen mit der Hochspringerin Deborah vom Sattel. Die Walliserin ist vierfache Jugendschweizermeisterin und hat bei den Schweizermeisterschaften der Aktiven zweimal die Bronzemedaille geholt. Vor 6 Jahren war sie in der Jugend-WM und hat dort die Finale geschafft. Aufwärmen ist wie bei jedem Sport das Wichtigste, weil Verletzungen kann der Thomas Enniger gar nicht brauchen. Er hat vor ein paar Jahren einen Bike-Unfall gehabt, wo sie mit dem Knie einen Knorpel abgesprengt hat, und mit dem Schwingen ist dann noch mehr Knorpel dazugekommen. Darum musste er beide Knie insgesamt schon 8 Mal operieren. Jetzt ist er aber wieder auf Kurs. Da musst du auch ausser Atem, oder geht's noch? Ja, schon ein bisschen, ja. Jetzt der Hochsprung. Wie viel hast du mal das letzte Mal? Ja, das war auch eine Schulzeit, nicht mehr. Ja, mit der Klasse 1,40. 1,40? Ja. Deborah, du kumpelst so hoch, wie du gross bist. 1,80, gell? Das ist deine Bestmarke. Ja, genau. Auch schon ein bisschen länger her. 5 Jahre, glaube ich, als du es geschafft hast. Also, das ist wirklich eine schwierige Aufgabe. Ich nehme an, bei dir ist auch heute die Messlatte nicht so hoch angesetzt. Oder was hast du gedacht, Deborah? Ja, also ich habe gedacht, wir fangen mal gemütlich an mit der Gymnastik. Aber nachher hatte ich eigentlich schon vor, dass wir versuchen, auf die 1,80 mit dir zu kommen. Als kleine Challenge. Aber ja. Bühne frei. Die erste Übung, die wir machen, ist einfach ganz leicht. Einfach eine Rolle vorwärts, einen Sprung und eine Rolle rückwärts. Also. Ja, das klappt. Die nächste Übung, die wir machen, ist eigentlich, dass wir den Handstand machen und du einfach gerade locken. Ja, jetzt kommt es ein bisschen schwieriger, und zwar machen wir den Handstand und gehen nachher in die Brücke. Ja. Die Brücke ist ja für dich nicht das Problem, oder? Das ist der einzige Weg, wenn du schon fast liegst, dass du noch wegrennen kannst. Ja, aber wir gehen auf den Kopf. Aha, ja. Und nicht auf die Hände, ja. Ja, und jetzt die letzte Übung, die wir noch machen. Der Delfin. Ja, wollen wir ein Rennen machen? So? Ja, so bis zum Schluss von der Motto. Ja. Und go! So, er ist vorne im Moment. Yeah! Sogar der Schwinger noch gewonnen. So, fertig aufgewärmt und blöschelt. Die Matte kennt ihr jetzt, das, was sonst das Sagmau ist, aber jetzt kommt die richtige Bütz. Der Hochsprung fährt an und bevor es mit Anlauf über die Stange geht, probieren wir, glaube ich, zuerst einmal ab dem Böckli. Und nachher holen wir eigentlich quasi Anlauf und springen über die Lotta. Und über der Lotta versuchen wir einfach die Brücke zu machen, wie wir vorher hier haben sie gemacht. Ja, genau. Hier können wir sogar noch höher tun. Was bist du? Machen wir 1,70. Ja, bravo. Jetzt schaffe ich ein bisschen höher. Happy. Gell, Unfall wollen wir den kennen. Und du hast du manchmal blaue Flecken nach dem Schwingtraining? Ja, also das gibt es schon. Ja. Aber im Gesicht hat man viel Schürfungen. Ja. Das ist eigentlich das meiste. Ja. Ah, du siehst wenigstens, was du gemacht hast, oder? Genau. Kannst du eine Freundin sagen, ich bin wieder im Training. Ja, genau. Alles voll müssen. So ist es, ja. Also, jetzt aber wirklich, das mal mit Anlauf. 1,80 ist das Ziel, aber ja, jeder hat ja ein bisschen angefangen. Ich mal so 1,30 anfangen. Dass ein Witz am Anfang für den ersten springt. Das ist mal ein Erfolgserlebnis. Ja, ich sehe. Rechts, links, rechts und dann mit dem linken springen. Ja, nein, mit dem rechten springst du.
Ja. Wow! Ersten Erfolg, Dömmel. Ja, dann müssen wir gerade schon höher gehen, habe ich das Gefühl. Gehen wir doch mal auf 1,40. Bei euch ist ja Masse und Grösse ein Vorteil, oder? Im Schwingsport. Jetzt im Hochsprung auch nicht. Während der Wettkampfzeit sollte man eigentlich schon versuchen, ein paar Kilo abzunehmen und ein bisschen tiefer zu sein als sonst im Jahr. Also das Gegenteil von euch, oder? Genau. Ja. Eigentlich. Ja, jetzt wünschst du dir mal ein weniger auf der Waage. 100 Kilo, glaube ich. Ja, aber langsam 110. Ach schon. Nach Corona, ja. Ja, komm, das bringst du schon drüber. Der Dömmel Inniger hat letztes Jahr bei seinem ersten Eidgenössischen überrascht und gut den Kranz geholt. Also die 1,80 die wären ihm durchaus zuzumuten. Ob er es schafft oder nicht, ihr seht es jetzt. Gewinnt eine Einladung für zwei Personen am 1. August an die grosse Nationalfeier mit vielen Highlights für zwei Personen bei einem feinen Gaumenschmaus. Unsere berühmte Berner Platte. Auf der Schau im Schweizer Volksmusikzentrum. Schreibt ein Mail mit euren Koordinaten an wettbewerb@telebern.ch. Ja, bist du bereit für einen kleinen Wettkampf? Probes, ja. Ja, dann machen wir es doch so wie in Eisenwettkampf. So sei es, muss einfach drei versuchen. Und wenn du drüber kommst, dann höher und sonst bleiben wir höher. Wir starten mit 1,30. Fasch! Okay, die 1,80 die bleiben auch ein Wunschdenken. Der zweite Versuch nochmal bei 1,30. Ja, viel besser. Dann kann ein Thomas Lüthi jetzt in die Kurve liegen und dann klopft. Zweimal die Latte gerissen, allerletzte Chance für Thomas Inniger. Ja! Schade! Ja, das ist jetzt das lassen wir noch Geld tun. Die wäre eigentlich fast gewesen. Komm, die hat nur leicht gewackelt. Wie ist das eigentlich für dich? Du hast jetzt den Kranz gemacht am Eidgenössischen. Jetzt kannst du nicht mal beweisen, dass du den verdient hast. Ja, ich hätte es schon gerne bewiesen, im Frühling oder im Sommer. Aber ich bin nicht so Fan, wenn sie im Herbst noch den Kranz festmachen. Aber wenn sie das sind, dann machen sie das sicher gleich und tun mich auch vorbereiten darauf. Aber eben, die Kollegen haben gesagt, ich kann froh sein, wenn ich dieses Jahr nicht ins Agmal muss, erst nächstes Jahr. Hast du noch ein bisschen Zeit für aufzubauen? Ja, irgendwann werden sie aber wieder kommen, die Schwingfest. Bis dahin viel Erfolg weiterhin. Und nächste Woche wartet ein neues Abenteuer auf irgendeinen Schwinger. Ich bin gespannt und freue mich. Und es gibt noch mehr von dem. Hier geht es direkt zur nächsten Sendung. Da gibt es alle Ausgaben von Weiberhaken. Und bitte noch unseren YouTube-Kanal von Telebern abonnieren und natürlich nicht vergessen, uns auf Instagram und auf Facebook zu folgen.